Hallihallo, hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Nein, Quatsch, was laber ich da? zu seven Days to Die, mein Gott, okay. Oh Mann, ja, und wieder mit einem Start aus der Crazy Freak und der Snoopy. Ja. Boah, ich hab zu viel Dead by Daylight gezockt hier. Okay. Ich dachte, ich hab mir irgendwie sowas gedacht, das hat sich schon irgendwie so angehört, so jetzt kommt irgendwas Falsches. Und richtig. So. Dead? Hä? Was? Und dann bei Daylight. Hä? Moment. Ich dachte erst an Dead or Alive. Und wir sind immer noch auf der Suche nach einem Haus, nach einem Unterschlupf. Ein Unterschlüpfchen. Gut, dass eine Frau dabei ist. Holztuch. Crazy hat zwar im letzten Part beim Herlaufen viele, viele Gebäude gefunden, aber das Problem ist, dass die alle in so einer im verbrannten Land ist, und das ist ja nicht so schön. Nie so toll. Eine schöne. Ja, er ist ja schon an Hitzeballung gestorben oder so. Ja, ich weiß auch nicht warum. Ich kann Holzklotz machen. Wir sind bei Tag 2 und haben immer noch nichts. Wir haben noch mal irgendwie an. Wo ist denn Onkel? Ach, da hinten, ey, guck mal. Ich bin ja auch noch ein Stüppel. Aber ich habe auch unterwegs keine Häuser gefunden. Also das kannst du voll vergessen, ne? Das sag ich dir nur. Der sieht aus, als würde der Rauch aus deinem Kopf kommen hinten. Der ist bei dir nicht anders. Ich rauch ja nicht. Also schon manchmal. Ich hab ja keine Fackel. Aber jetzt das Einzige, was ich an Hütten gefunden habe, war halt wirklich diese Stadt. Also die verbrannte. In dem Sinne. Und ich bin ja jetzt schon ordentlich gelaufen, ne? Ich und Wildnis. Und wir müssen ja wirklich sagen, mit unserer letzten Karte hatten wir ja Glück gehabt, dass wir neben der Stadt waren, ne? Also. Ja, deine Stadt ist ja auch, also ich hab's ja markiert. Ja. Ja. Hier scheint irgendwo so ein Spinnzombie zu sein. Ich glaube, die machen diese komischen Krrrr-Geräusche. Pass auf. Kaktus. Wir sind ja auch mitten in der Wüste. Ne, hier ist keine Wüste. Nee. Wüste wäre Sand. Ja, Savanne oder so ein Kram. Ja, sowas in der Richtung. Ich mache echt drei Kreuze, wenn wir ein Scheißhaus haben. Ein Scheißhaus haben. Ein Scheißhaus. Da kannst du kacken gehen. Ich glaub da noch nicht sau wirklich dran. Du glaubst nicht sau wirklich dran? Nicht so wirklich. Du hast grad sau gesagt. Ich hab's genau gehört. Warum nimmst du eigentlich keine Fackel? Ja, du leuchtest doch. Reicht das? Du erleidest einen Hitzesch. Schon wieder? Ich mache überhaupt nichts. Ja, du siehst es gerade selber, ne? Hast du eine Jacke oder irgendwas an, was du vielleicht ausziehen kannst? Oder bist du durstig oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Was denn? Vom menschlichen Würde ich mich Dasein. Hier nackig machen oder was? Ob du Durst hast, ja, habe ich gefragt. Mach dich nackig. Ja, nee, ich habe jetzt wirklich nichts an. Ich habe nur eine Mütze auf. Ich habe ein Halstuch, Handschuhe, die normale Hose und die normalen Schuhe. Sonst habe ich jetzt nichts mehr an und ich habe trotzdem einen Hitzeschlag. Ja, aber guck doch mal, ob du nicht doch trinken musst oder so. Aber vielleicht musst du mal strollen gehen. Ich habe so ein Männekicken und da ist 0%. Was heißt denn das? Das ist nur ein Kopf. Du musst mal trinken. Was denn? Gar nichts drin. Hab nichts. Ach doch. Deswegen hast du immer Hitzeschläge. Nee. Du bist überhitzt. Ich hab was getrunken, jetzt bin ich überhitzt. Ich weiß, woran das liegt. Er ist eine Frau. Da siehst du, geht er schon runter. Weil zuerst ist Hitz, dann kommt Hitz. Alter, Snoopy schlägt mich hier. Boah, hier sind mehrere. Alter, Snoopy, hau ab. Hau ab, ist Snoopy. Gut. Wie soll ich abhauen? Ich bin tot. Wegrennen. Wie, du bist tot? Von zwei Schlägen? Ja, dann... Ja! Du lebst das doch waren noch hier drei, vier. Nein! Das waren drei, vier Viecher. Die haben sich kreisrund um mich gestellt und draufgeprügelt. Jetzt nur wegrennen. Hab ich genauso gemacht.
Ja, dich haben sie ja nie angegriffen. Ja. Ja, ja. Juri. Von so ein paar Schlägen stirbt man eigentlich nicht, wenn man ordentlich Energie hat. Halt nicht. Ich glaube, ich bin jetzt da, wo der Crazy Fire war. Ich hab einen Bug. Die Map ist hier zu Ende, Onkel. Onkel, ich komm nicht weiter, die Map ist zu Ende. Warum? Hier geht's nicht weiter, ich komm hier nicht weiter. Die Map ist einfach zu Ende, pass auf. Hä? Du läufst den Boden rein. Ja, ich sag ja, die Map ist hier einfach zu Ende, ich komm da nicht weiter. Also hier ist auch alles verbrannt. Ach du schandiger Krater. Natürlich sollen wir jetzt wieder ein paar lang warten hier, oder? Können wir laufen mal auf eine zu, oder? Da hat der nichts im Rucksack gehabt weiter, oder? Naja, nur Äxte und Benzin und Steine. Warte mal, wo ist denn der gestorben? Dann können wir doch den Rucksack einfach mal mitnehmen. Ja, da waren aber 7 oder 8 Zombies, also das überleben wir nicht. Wo? War eine ganze Horde, die auf ihn zukam. Ja! Wo war denn das? Ne, das war Richtung Süden, war das. Ich gehe jetzt auch Richtung Westen, zu euch hin. Wo ist denn der Snoopy? Der Snoopy ist da Richtung Ost, Südost, ne? Snoopy hier, ne? Ja. Könnte sein, ja. Ich versuche mich gerade zu euch zu bewegen. Boah, jetzt hat es wieder rumgeleckt. Ich hoffe, ich treffe hier auf keine Zombies, sonst bin ich gleich wieder tot. Das Spiel ist abgekackt. Echt? In der folgenden Anwendung ist ein Fehler aufgetreten. Nein, hier kommt irgendwas auf mich zu. Der brennt so ja. Ist das Spiel einfach abgekackt, Alter. Oh, Onkel, Mann. Du musst mich wieder einladen. Ja, das Spiel, man merkt es gerade, ne? Ist, nicht gerade von Performance geprägt. Lobet mir Zombie, einer von uns wird hier sterben. Natürlich bin ich wieder tot. Ach, leck mich. Ja, wenn du keine Waffen hast, wie willst du denn dann überleben? Ja, ne, schießt sie ja. Mit, nur mit bloßen Fäusten überlebst du nicht lange. Ja, ich hab ja nix. Ja, deshalb bin ich ja einfach nur gerannt. Ich hab mich auf Zombies erst gar nicht eingelassen. Ich bin außen rumgelaufen von den Zombies. Mal weggerannt. Jetzt bin ich woanders gespawnt. Jetzt müssen wir gucken, wo ihr seid. Auch wieder am Arsch. Ich bin erstmal nirgendwo. Ja, aber ich sehe Onkel. Ich bin erstmal Einladung annehmen. Und ich renne in Kakteen rein. Okay, ich habe einiges an Zombies gesehen. Ich weiß nicht, wo die sind. Ja, diese kleinen Kakteen sind echt fies, weil die siehst du. Wenn du sie siehst, dann siehst du zu spät. Und die großen, ja, die sollte man eigentlich sehen. Wenn nicht, dann würde ich mal zum Augenarzt gehen. Ja, zum Bleistift. Warten auf Server. Warum dauert das immer so lange, ey? Warum ist das Spiel jetzt einfach abgekackt? Ich will gerade draufhauen auf den Zombie. Upp, abkackt. Nö, jetzt mag ich nicht. Aber mal eine andere Frage. Wie rennst du denn außen rum? Ja, außen rum einfach. Von den Zombies weg halt. Mach halt einen Bogen rum. Hä? Snoopy ist im Spielberg? Achso, das ist jetzt so. Ne, jetzt bin ich. Ah, da bist du ja wieder. Ah, ich hab wieder crazy. Komplett alles, okay. So. Ah, so. Da bist du ja. Good. Ich würde sagen Richtung Snoopy, weil, ich bin gegen Kaktus gelaufen. Wo ist denn der Snoopy? Die Kaktus angezeigt. Ach, ich muss ja wieder, ach, scheiße. Bin ganz weit also ich hab dich drauf gehabt wieder. Ich hab dich normal, ich seh dich. Als ja, Pilot. Aber ich nicht, weil ich bin ja raus. Warum? Ich bin ja raus, deshalb hat man meinen Haken logischerweise weg. So, wo ist Snoopy? Den, ich wird mir nicht angezeigt. Ich müsste irgendwo im Nordwesten sein, glaube ich. Oder umgekehrt. Oh, würdest du bitte nochmal ganz kurz. Ja. Jetzt bist du bei mir blau, okay. Wo ist Snoopy? Wird mir nicht angezeigt. Ach da, das ganz, ganz kleine. Alter, ja, ja. Das ist ja ganz am Arsch der Welt.
Oder wie weit weg bist du denn? 1,7 Kilometer, also genauso weit weg wie ich war im Prinzip. Hä? Auch diese kleinen Kakteen, ne? Die sind so assig. So, okay, dann gehen wir mal Richtung Grün. Ja, pass auf die kleinen Kakteen auf. Ich lasch da jedes Mal rein. Ich mach mir eher Sorgen um die Zombies. Ich auch. Um ehrlich zu sein. Na, es ist schon 4 Uhr, also eigentlich kommt da jetzt nichts mehr. Das sagst du. Nee, ja, eigentlich nicht. Über hier rum. Ja, aber nicht die Masse. Die meisten kommen halt in der Nacht. Oh, hier ist ein Nest. Ha. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, wir werden ja nie zur Potte kommen, hey. Ich glaube, wir sollten es. Ja. Obwohl, das ist auch scheiße. Wir haben ja nichts in der Nähe. Wenn wir jetzt hier irgendwo eine Hütte anfangen zu bauen, wir haben ja nichts in der Nähe. Nichts. Wie gesagt, also bei mir war halt nur die Stadt und mehr war da auch nicht. Hm. Irgendeiner hat gerade eine Belohnung? Ach, ich war das. Ich habe nur Dings gehört. Da denkst du so, hey, Pokémon? Weißt du, der Crazy, der läuft nachts so in seinem Zimmer. Och nee, Zombie! Nachts läuft er so in seinem Zimmer lang und stößt sich einen kleinen Fußzeh am Bett zu Boden und sagt, scheiße, irgendjemand hat gerade den Fußzeh gebrochen. Nee, weil ich habe im Hintergrund so einen Sound gehört, ne? Also ich habe hier langsam richtig Probleme, ne? Wieso? Weil ich nur noch 29% habe an Lebensenergie. Ach, stimmt, jetzt auch noch. Hier ist hier gar nichts. Hier ist irgendwie. Ja. Straße oder so. Aber wieso auf einmal die Map zu Ende war, kann ich mir immer noch nicht erklären. Och nö, ey. Wie war das mit Wegrennen? Ja, komm, dreh dich. Wo ist L3 das? L3 drücken. Ja, und da das frisst mich wieder. Bringt's was, Onkel? Was? L3. Wenn du was trinkst und isst. Ja, Essen bringt Energie, aber wieder 48%, aber. Nur bin ich schon wieder gestorben? Yep. Gucken wir jetzt auf der. Ach, da. Gut, dann laufen wir halt in die Richtung. Noch weiter weg. Ich glaube, das ist langsam 7 Ways to Die. Ich glaube, so. Wir können hier einfach die Straße lang laufen, ne? Machen wir mal. Bin ich wieder im anderen Gebiet. Was für ein Gebiet? Das Verbrannte. Ja. Och nö, da laufe ich jetzt nicht nochmal lang. Da kam ja der Zombie. Ich bin dann mal echt gespannt auf Snoopy seine Part am Kanal. Was er da für ein Scheiß gedingst hat. Wenn wir jetzt ein Haus finden sollten auf dem Weg zum Snoopy, dann würde ich sagen, bauen wir da unseren Schlafsack rein und dann haben wir wenigstens mal wieder einen Spawnpunkt. Einen richtigen. Guck mal, hier oben ist Dings. Hier oben ist Korn. Dings, ein Feld. Mein Bett im Kornfeld. Komm, hau einen Schlafsack rein. Ins Kornfeld. Also mit meinem Glück werde ich bestimmt gleich wieder in den nächsten Zombie in den Arm rennen. Dann renn doch da auch nicht hin. Ja, die kommen ja zu mir gerannt, da kann ich nicht. Du musst wegrennen, du musst halt ja, jetzt rennen die nicht mehr, jetzt brauchst du keine Sorge zu haben. Jetzt ist es hell, jetzt ist. Obwohl, jetzt rennen die glaube ich noch. Ich glaube 7 Uhr oder so. Nee, eigentlich nicht. Also bei mir sind sie nicht. Ich bin halt weggerannt von den Zombies. Ich habe halt einen großen Bogen drum gemacht. Lauf den doch nicht direkt in die Arme. Snoopy macht das natürlich. Natürlich. Ich renn den Zombie, hallo, möchtest du mir guten Tag sagen? Nein, du möchtest mir das Gehirn ausblasen. Ich gehe jetzt schwimmen. Kann der doch, die rennen schwimmen? Noch, guck, die rennen noch. Hinterher. Warum sagst du mir, wo kommt der auf einmal her? Ich hab schon gesagt, die rennen durch noch. Mir durchgerannt. Ich hab schon gesagt, die rennen noch. Der ist durch mir durchgerannt. Das ist doch wieder dieses ekelhafte Brot.
Na, dieses dreieckige Brot, das kann man, das grüne Brot, das kannst du wegschmeißen. Aber das dreieckige Brot brauchen wir, können wir zu Antibiotikum. Ja, Charme-Sandwich. Aha. Ey, na, das riecht doch so, oder? Ja, ja. Alte Charme. Ja, deswegen sag ich doch, aha. Das, wo du sowieso dann verreckst, wenn du es frisst. Früher oder später. Bei mir ist ein Thermometer, 90 Grad, hast du was zu beheißen? 75 Grad. Hey Leute, ich hab da ein Meer gefunden. Bist noch gut in der Temperatur. Was? Ich hab ein Meer gefunden. Ich hab Messer und Gabel 75%, jetzt ist wieder weg. Hey? Ich ja, spiel eine Runde Stranded Deep. Hier sind lauter kleine Inseln. Was? Stranded Deep? Ja. Du hast ein Meer gefunden, das könnten wir jetzt gebrauchen, um Getränke zu holen. Ja, aber das ist Salzwasser. Boah, also wir sind jetzt schon ganz schön viele Parts hier einfach nur unterwegs. Ja, ne? Fleißig dabei und so. Ja, wir sollten mal entweder ein Haus finden oder anfangen einfach zu bauen. Eins von beiden, weil irgendwie brauchen wir mal einen Unterschlupf, weil sonst, ne? Wir brauchen zumindest einen Spawnpunkt. Richtig. Und ohne Hütte. Boah, die mich jetzt verschreckt. Ja. Oh, Zombie! So, jetzt habe ich einen Holzknüppel. Hä? Was war das jetzt? One-Hit, Alter. Was ist dieser Knüppel? Bei mir bringt der gar nichts. Hey, ich habe wieder voll Energie. Warum das? Ja, ich sag doch, das ist, geht irgendwann weg. Das war meine Rede gewesen. Hm. Was bringt denn Holzstachel? Da kannst du Zombies abwehren dann. Weil, wie gesagt, am 7. Tag kommt die Horde. Sind so Spikes sind das. Ach so, die kannst du dann beim Haus anbringen quasi. Genau, vorm Haus. Neben Haus. Bringt's mir nichts. Ja, ich will's behalten. Naja, ich schmeiß ja nicht weg. Ich hab nicht mal eine Fackel mehr. Na, essen kannst du die nicht. So, wie viel noch? 1,8. Alter, läufst du auch? Kommst du uns auch entgegen? Ja, schon. Irgendwann. Onkel ist weg. Oh, ist er drüben. Das warst du gar nicht. Ich bin hier gerade gegen Zombie gerannt. Nee. Aber der hat mir nichts getan irgendwie. Also ich bin Snoopy-like, ja. So, stapfen wir mal wieder in die Richtung. Aber ich finde das auch wirklich das blöd, dass hier die Weitsicht so scheiße ist. Ja, so, weiß ich nicht, was sind das? Geschätzt 5 Meter? Weil normalerweise siehst du dann im Hintergrund, ah, da ist ein Haus oder irgendwas. Hier ist nichts. Also, ne? Mit R3 duckt man sich. Ja, mit R3 duckt man sich. Und wenn du dich duckst, siehst du auch, ob irgendwo Zombies in der Nähe sind. Das habe ich schon rausgekriegt. So, ich versuche mich jetzt in den Westen da hinzulaufen. Ja, ich wette, mit meinem Glück habe ich gleich wieder einen Zombie hier. Ach, kommst du uns jetzt doch entgegen? Endlich mal. Ja, natürlich, komm euch die ganze Zeit entgegen. Oh, ich habe einen Stein gefunden. Moment, den nehme ich mit. Ich habe das Gefühl, dass wir die ganze Zeit im Rennen sind und du, weiß ich nicht, hast ein Dreirad oder so. Ich habe ein Dreirad, aber ja schneller als du. Das ist glaube ich, hier genau die Ecke, wo ich war, ne? Das sieht genau so aus. Alles verbrannt. Ja, das ist dieses verbrannte Zeug. Boah, Alter, ich habe noch nie einen Blitz hier drin gehört. Leck mich am Arsch, bist du so erschrocken. Du setzt die Zombie an und die Erde weg. Der nahm gerade Felsen. Stirbt nicht. 94 Grad Fahrenheit klingt nicht gerade gut, wa? Geht noch. Warum brenne ich gerade? Weil du über so einen Scheitelhaufen gerannt bist wahrscheinlich. Ja, oder generell, wenn du in diesem Hitzebereich bist, das da wird es generell heißer. Ich stehe hier starr und stumm und die Temperatur steigt und steigt. Ja, deswegen würde ich mal weggehen. Alter. Nee, die steigt gerade auf 108. 109 Fahrenheit. Das ist überhitzt. Ja, dann geh doch auch weg da. Oh. Ihr blitztet. Ja. Du bist überhitzt. Ruh dich aus.
Oh ja, das habe ich auch gerade gehabt. Dann will ich ja, mal Snoopy, du musst halt weg von diesem Bereich. Am besten immer irgendwo, wo nicht diese ganze Glut und der ganze Scheiß ist. Ich versuch's ja. Wir laufen aber auch gerade durch. Ja. Auch deswegen. Aber wir haben ja auch Kleidung an. Er nicht. Du erleidest einen Hitzeschlag im ersten Stadium. Was? Du erleidest einen Hitzeschlag im ersten Stadium. Nicht so, genau das hatte ich vorhin auch. Das ist, weil wir hier genau in diesem scheiß Bereich sind. Du bist durch, durstig. Scheiße, einfach zu saufen. Ich hab da hinten ein ganzes Meer, aber ansonsten. Ja, geht so. Ja, willst du mal mehr Wasser saufen? Mhm. 75% US. Auf einen Schlag. Weil die Temperatur steigt und steigt, ne? Hat kein Ende. Ja, weil du in diesem Bereich bist, sag ich doch gerade. Ich hab Hitzeschlag im zweiten Stadium, ich sterb gleich. Na, musst du denn auf deine Energie achten? Was ist denn jetzt überhaupt? Wie soll ich denn auf Energie achten? Ich brauche was zu saufen, sonst kacke ich ab. Warum hast du das langsam? Ganze? Ich kann nicht mehr schnell laufen. Geht nicht. Ich weiß. Vielleicht sterbe ich. Vielleicht sterbe ich. Das ist so wie ich laufe richtig langsam, noch langsamer als sonst. Ich krieche hier schon. Meine stöhnt andauernd, also ich verreck gleich, Onkel. Du musst auf deine Energie achten, Mann, und einfach weiterlaufen, Mann. Nicht am Rumheilen, ich lauf auch gerade langsam. Übergrenze für maximale irgendwas. Och nee! Scheißendreck! Schon wieder so ein Vieh. Mein renn weg. Rennen? Ja. Kapitzewallung. Meine Energie geht immer weiter runter, Onkel. Kannst du ich kriech immer langsamer. Und der kriecht mir hinterher. Kannst du ihn kriechen? Also ich hab noch 50 Energie. Gleich bin ich bei 119. Ich hab 0, 1, 2. Ich bin bei 49. 1, 2. Kann ich rennen oder sonst was? Ich geh jetzt ins Wasser. Da kannst du ja, geh ins Wasser, klar. Tauch unter. Nach Reise, du bist durchgekocht. Was ich auf jeden Fall jetzt ganz kurz mache, ist mir einen Schlafsack basteln, wenn ich jetzt sterb. Bevor ich sterb, baue ich mir den Schlafsack hier auf. Mach das. Achso, war nur ein Leck. Hallo? Oh, 109, 108. Ja, aber wieso willst du dir jetzt da in diesem Hitzegebiet den Schlafsack hinstellen? Wieso bist du? Du bist ja nackt. Weil ich meine Klamotten ausgezogen habe. Meine, ja, ich bin auch wieder bei 114 Grad, weil ich mir die Klamotten ausgezogen habe. Also ich kann bald weiterrennen, meine Energie hat sich stabilisiert. Also Leute. Bei mir geht's nicht. Ich verliere halt kann auch wieder rennen. Energy. Das mit dem ins Wasser gehen, ist noch keine 35. Dumme Idee. Ja, aber hier ist kein Wasser, verstehst du? Achso, ja, das ist schlecht. Bei mir geht's wieder. Ich hab mal umdrehen, 35. Ob der Zombie hinter mir steht. Da hast du dir Klamotten ausgezogen und so. Hier ist Wasser, komm her. Komm, crazy, komm, du schaffst es. Wo bist denn du? Toll. Geh ins Wasser. Ich hab noch 30. Zieh dir Klamotten aus. Ich hab doch kaum noch was an. Wo bist denn du? Ich seh dich nicht. Ja, genau, wenn wir auf meinen Pfeil zu. Ich bin im Wasser. Oh. Noch 25. Kann ich aber. Alter! Der rennt im Wasser hinter mir her. Ja, ja, ich leck weiß, mich am Abend. Komm, du hast hier vorne ist es, hier vorne ist Wasser. Ich sterb gleich wieder. Weil das schaffe ich nicht. Ich hab noch 20. Na, das schaffst du doch. Mach mir jetzt gerade keine Sorgen. Alter, kann ja mal woanders hin. Wenn ich im Wasser bin, ist dann Energie wieder voll, oder wie? Na, Energie nicht voll, aber wenigstens stabilisiert sich alles. Hallo Onkel, wie geht es dir? Und er säuft sein Wasser, ich glaub's nicht. Hast du gleich geschafft. Jetzt? Komm rein ins Wasser. Bringt mir nichts. Du erleidest einen Hitzeschlag, ich bin im Wasser. Ja, na klar, allein ist jetzt geht ja alles wieder rückwärts. Leidest dein Rücken? Nee! Hitzeschlag. Immer noch. Geh ins Wasser, duck dich rein, dass du schön nass wirst. Ich bin nass.
bist überhitzt. Ja, jetzt geht doch schon runter. Hast einen Hitzeschlag, bist überhitzt. Das ist doch alles, geht alles rückwärts. Also ich habe keine Probleme. Fahr trotzdem mal zu saufen. Ja, dann mach dir doch deine Gläser wieder voll. Die Gläser? Warte mal, habe ich noch Gläser? Noch nie ein Glas besessen. Ich glaube, das wird eine feuchtfröhliche Folge, oder? Dabei herrschst du dir über Gläser hin. Was? Wo? Hier. Wo? Halt! Die kullern alle ins Wasser! Die sind alle ins Wasser geplumpst! Ach Mensch, crazy! Ist so, die sind alle hier reingeplumpst! Ja, dann musst du ja irgendwo einsammeln können. Mehr hab ich nicht. Kann ich aber nicht. Sind hier sind sie hier unten, genau. Guck hier, 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 komm runter. Wo? Wo bist du? Die kullern hier unten rum. Da unten, jetzt bleiben sie stehen. Ich muss mal wieder hoch, bevor ich hier wegsauf oder absauf. Wenn das so weitergeht, haben wir am 7. Tag vielleicht mal ein Haus gefunden. Oh, ich muss da auch mal hoch. Scheiße, ich sauf jetzt. Ah, oh, nein, das ist nicht dein Ernst. Wie du er sollst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Jetzt habe ich es endlich geschafft, hier aus der Hitze rauszukommen. Ah, nee, ich bin wieder oben. Einfach nach oben gucken, dann gehst du hoch. Wo sind denn die scheiß Pullen? Also schwimmen ist hier auch nicht wirklich. Was? Ich war doch gerade dort. Oh. Alter, ich brauche Energie, Alter. Ich kack hier sonst ab. Warum kann ich denn nicht über Wasser gucken? Ach, weil ich doch geduckt bin, ich Vollidiot. Hm. So kann man natürlich auch ertrinken, ne? Alter, ich hab noch 18 an Energie. Danach war's das für mich. Alter, das ist doch... Ja, und aber es geht doch nicht weiter runter, oder? Ich kann nicht lange unter Wasser bleiben. Ich kann ein paar Sekunden und dann kommt bei mir gleich die Meldung hier. Du stirbst gleich. Ja komm, zwei Gläser habe ich noch für dich. Komm her. Irgendwo, wo flach ist, ne? Na gut, hier ist relativ flach. Hoffe ich. Ich schwimme euch runter entgegen. Blott. Potzelt. Ja, mach mal hier, genau. Mhm. Oh, da hinten fliegt ein Flieger. Gab's. Jetzt? Trinkst du es mit der linken Maustaste? Mit L2. Hast du mir vorhin noch erklärt, wie man isst und trinkt. Psst. Du bist ruhig. Du andauernd Sterber. Entschuldigung. Was hat der Regenschirm eigentlich zu bedeuten? Wie nass ich bin? Okay, jetzt ist die Körpertemperatur schon mal runtergegangen. Ich brauche aber immer noch was, um meine Wunden zu heilen. Immer das Wunden, keine Ahnung, mein Kreuz da. Das regeneriert Warum? Sich ganz langsam. Ja, bleib du mal hier unten am Wasser und ich guck mal rum, ob ich hier was finde. Mir nicht, ich habe immer noch 20. Ich schau mal rum, ob ich irgendwie was finde. Oder ich hätte ja, wir hätten ja vielleicht mal zu der Abwurfstelle. Da kann ich auch ein rohes Ei essen? Da gibt es bestimmt Energie. Ja, kannst du essen. Nee, kann man nicht. Doch, kannst du essen. Nein, kann man nicht. Doch, kannst du essen. Nein. Natürlich. Nein. Doch. Musst du immer in der Hand nehmen und L2 drücken. Das geht einfach nur weg, das wird aber nicht gegessen. Vielleicht hast du gegen die Wand geschmissen. Das ist nicht wie was zu saufen oder so, dass du jetzt säufst, das ist einfach weg. Ich bin gerade überlegen, ja. wo war denn die Abwurfstelle? Weißt du? Was anderes. Jetzt hast du. Was? Ja. Jetzt hast du bestimmt irgendwie. Zeit. Ah, die Zeit. Ah, ich habe hier ein bisschen Energie gefunden.
Ja, liebe Freunde, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Ja, und ich hoffe, beim nächsten Mal kann ich auch wieder aufhören zu schwimmen. Also denn, tschödelö mit Ö.